Ein doppeltes Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zu dieser Veranstaltung hier heute Abend und im größeren Kontext zur Online-Themenwoche, die wir damit eröffnen wollen. Heute Abend haben wir den Einstieg vorbereitet und wollen gemeinsam uns dem Thema nähern, das wir beschrieben haben mit Frage und Ausrufezeichen im Titel, nämlich mit digitale Schule. Auf den Kulturwandel kommt es an. Und was das bedeutet, der Kulturwandel, die Digitalisierung und das Zusammenwirken dieser verschiedenen Bereiche und Fragen, das wollen wir jetzt eingrenzen im Folgenden. Dafür gibt es verschiedene Perspektiven und wir beginnen gleich mit zwei Grußworten und einem Überblick, warum wir uns überhaupt in dieser Art und Weise diesem Thema widmen. Wir haben in alphabetischer Reihenfolge dabei Dr. Roman Rösch. Er ist bei der Deutschen Schulakademie Geschäftsführer. Wir haben Maike Schubert. Sie ist bei der Deutschen Schulakademie die Themenleitung für Lernen in der digitalen Welt und Schulleitung in Hamburg für die Stadtteil- und Reformschule Winterhude. Wir haben Vincent Steine da. Er leitet das Kooperationsmanagement für die Deutsche Schulakademie. Und Dr. Dagmar Wolf leitet den Bereich Bildung bei der Robert-Bosch-Stiftung. Mein Name ist Joran Moos-Mehrholz. Ich werde heute Abend uns durch die nächste Stunde führen. Bin nicht allein. Es gibt ein Technikteam im Hintergrund und es gibt Valentin Wieker, der uns gleich zeigen wird, wie Sie sich hier auch beteiligen können, weil das Ganze zwar relativ für das, was wir Ihnen erzählen wollen, aber wir wollen natürlich auch Ihre Fragen und Kommentare dazu haben. Wir haben einen Chat, den können Sie nutzen für den Austausch untereinander oder wenn Sie Fragen haben, die wir auf der Ebene der Organisation, des Vorgehens, vielleicht auch des Techniks klären, der Technik klären sollen, etc. Da lesen wir dann insofern auch mit und können Ihnen auch helfen, wenn Sie entsprechende Nachrichten schreiben. Der Blick auf den Abend. Wir beginnen mit zwei Einführungen von Dr. Roman Rösch und Dr. Dagmar Wolf. Dann haben wir Maike Schubert gebeten, uns ihren Input zu geben und zwar in zwei Stufen. Was ist denn das, diese neue Lernkultur? Heißt ein bisschen lapidar formuliert der erste Teil. Und der zweite Teil, genauso lapidar formuliert, was bedeutet jetzt die Digitalisierung für diese großen Fragen, die wir im ersten Teil aufgeworfen haben? Vincent Steine wird das Ganze dann nochmal aus der Perspektive der Deutschen Schulakademie ausführen und ergänzen. Und nach diesen beiden Inputs wollen wir von Ihnen wissen, was Ihre Fragen dazu sind. Zunächst mal zur Begrüßung. Ich möchte das Wort zunächst mal, ich weiß nicht, ob man Online-Häusern auch sagt, dem Hausherren übergeben, aber ich wage es mal. Roman Rösch, Okay. Geschäftsführer der Akademie. Der Hausherr ist tatsächlich in der Deutschen Schulakademie. Ja, lieber Jöran, vielen Dank für die nette Einführung zu unserem heutigen Forum. Ja, es ist ja zur besten Tatortzeit und ich freue mich, dass sich trotzdem so viele vor den Rechner gesetzt haben. Ich darf Sie alle ganz herzlich im Namen der Deutschen Schulakademie, auch im Namen des zweiten Hausherrn, Professor Hans-Anand Pandt, zu unserem achten bundesweiten Forum der Deutschen Schulakademie begrüßen. Der Titel wurde ja bereits genannt: Digitale Schule, auf den Kulturwandel kommt es an. Und das Tolle ist, im Vergleich zu unseren Foren, die wir ja bisher durchgeführt haben, ich habe gerade gesagt, das ist das achte Forum, haben wir aus einer zweitägigen Veranstaltung eine 7 Tage Online-Themenwoche gemacht. Sie haben also die Möglichkeit, die Deutsche Schulakademie jetzt an 7 Tagen, ich will sagen fast rund um die Uhr, ja, kennenzulernen und in unterschiedlichen Workshops mit uns das Thema Digitalisierung zu diskutieren. Ich muss zugeben, es ist für mich das erste Online-Grußwort, was ich eigentlich durchführe. Und ich habe mir verkniffen, dass ich das vom heimischen Kaffeetisch mache, sozusagen in Verlängerung der sonntäglichen Aktivitäten, sondern ich bin tatsächlich hier in der Schulakademie, in der Lindenstraße, in Berlin, hier in unserem neuen Büro und grüße Sie hier von hier aus ganz herzlich. Zurück zur Online-Themenwoche. Das Interesse war riesig. Wir haben über 1400 Anmeldungen. Wir waren selbst total überrascht. Aber es zeigt doch mal wieder einmal mehr, wie wichtig das Thema Digitalisierung natürlich auch unter Corona-Aspekten für viele Schulen ist und wie sehr es den Schulen auf den Nägeln brennt. Viele haben in der Tagungsüberschrift von Ihnen schon entdeckt, dass wir ja die digitale Schule mit einem Fragezeichen versehen haben und mit einer wichtigen Ergänzung: auf den Kulturwandel kommt es an. Ja, wenn wir von Kulturwandel sprechen als Deutsche Schulakademie, meinen wir natürlich einen Wandel der Lernkultur.
Wir sind ja eine zivilgesellschaftliche Einrichtung, getragen von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung. Und wir haben uns genau diesen Kulturwandel zu einer neuen Lernkultur vorgenommen, um damit Bildungs- und Schulqualität in Deutschland insgesamt zu verbessern. Wir arbeiten dazu mit dem Preisträgernetzwerk des Deutschen Schulpreises zusammen. Unser gesamtes Programm basiert auf den Wissen und den Konzepten der Preisträgerschulen. Und gemeinsam mit Wissenschaftlern bereiten wir deren exzellente Praxis auf, um Schulentwicklungsangebote, Unterstützungsangebote für Schulen in ganz Deutschland zu bieten. Momentan sind wir ja wieder einmal in einer ganz besonderen Situation in der schulischen Landschaft. In allen Bundesländern sind die Ferien zu Ende gegangen, das nach umfangreichen Lockdown-Maßnahmen. Ja, und wir müssen an vielen Schulen feststellen, dass man zum Teil wieder in den alten Trott gerät, dass aber viel schlimmer noch die ein oder andere Maßnahme, die so eine neue Lernkultur ausmacht, unter Corona-Bedingungen wieder zurückgedreht wird. Wir haben uns deshalb vorgenommen, im Rahmen unserer Themenwoche nicht nur zu diskutieren, wie wir eine neue Lernkultur mit Unterstützung der Digitalisierung an unseren Schulen etablieren können und wollen, sondern wir wollen auch die Gefahren erörtern, die die aktuelle Situation mit sich bringt. Dafür haben wir, das heißt unser Team in Zusammenarbeit mit der Agentur Jöran und Konsorten, ein abwechslungsreiches und umfangreiches Programm entwickelt. Das besteht aus Impulsen, Webinaren, Workshops, Online-Workshops mit Gästen aus Schulpraxis und Wissenschaft. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von Ihnen, der heute an dieser Eröffnung teilnimmt, auch in einem der Webinare oder Workshops wiedersehe und wünsche Ihnen jetzt erstmal allen eine interessante und abwechslungsreiche Veranstaltung, ja, neue Online-Begegnungen und einfach viel Spaß mit 7 Tage Deutsche Schulakademie. Ganz herzlichen Dank an Roman Rösch. Ich leite weiter. Wir haben eben schon von den beiden Stiftungen gehört, von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung. Und ich bin jetzt gespannt, was Dr. Dagmar Wolf als Bereichsleitung Bildung aus der Robert-Bosch-Stiftung ergänzen kann. Ja, auch von mir vielen Dank, Jöran, für die Einführung. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier bin. Es ist auch mein erstes digitales Grußwort. Aber ich glaube, wir sind heute der viel bessere Tatort, weil es stand ja auch schon im Chat, heute kommt Polizeiruf und ich glaube, das ist die deutlich spannendere Alternative. Deshalb freue ich mich, auch Sie hier heute begrüßen zu können, im Namen der Robert-Bosch-Stiftung und stellvertretend auch für die Kollegen aus der Heidehof-Stiftung. Die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung sind die Trägerstiftungen, die hinter der DSA stehen. Beide Stiftungen haben eine sehr lange Tradition im Bildungsbereich und in der Arbeit explizit mit Schulen, mit der Praxis. Der Blick in die Praxis und die Arbeit mit den Schulen charakterisieren unsere Arbeit als Stiftungen. Und schulisches Lernen ist das zentrale Thema unserer Arbeit, mit dem wir auch in die Zukunft gehen werden. Dieses moderne schulische Lernen wird zunehmend komplexer. Ich glaube, das erleben Sie jeden Tag. Jetzt nicht erst in dieser Zeit, aber explizit auch in dieser Zeit. Es wird komplexer für den Einzelnen, es wird aber auch komplexer für die Gemeinschaft. Und die Lösungen unserer Probleme in der Zukunft werden komplexer werden. Deshalb wird es in unserer schulischen Zukunft wahrscheinlich darum gehen, die künstliche Intelligenz von Computern zu ergänzen mit den kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten von Menschen und sie vor allem auch zu verknüpfen und sie auch wertekompatibel zu machen. Der Schule kommt ein ganz zentraler Beitrag und eine ganz zentrale Aufgabe zu. Sie muss Schülerinnen und Schülern helfen, selbstständig zu denken und sich mit Empathie und Sinn für die Gemeinschaft und für das Gemeinwohl den anderen zuzuwenden. Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, sich in der wachsenden, komplexen Welt zurechtzufinden, Perspektiven anderer zu übernehmen und auch die Welt als globalen Ort zu antizipieren. Die Digitalisierung liefert uns für diese Fragen Antworten, Informationen und ist ein wichtiges Hilfsmittel. Wenn wir aber der technischen Entwicklung voraus sein wollen, müssen wir das, was die Menschen einzigartig macht, verfeinern und uns dessen bewusst sein. Wenn uns das gelingt, ergänzen sich die menschlichen Fähigkeiten mit den Fähigkeiten des Computers und treten nicht in Konkurrenz. Und das sollte unser Ziel sein.
Schule und Bildung müssen in dieser Zeit der großen Unwägbarkeiten und Krisenorientierung bieten und Schülerinnen und Schüler mehr denn je auf eine ungewisse Zukunft vorbereiten. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass diese Themenwoche das Thema aufgreift und einen Beitrag leisten will, dies unter dem Fokus der Digitalisierung zu tun. Ich glaube, wir stehen vor großen Herausforderungen und wenn wir in dieser Woche zumindest Fragen diskutieren und erste Antworten finden und auf den Weg bringen, dann bringt uns das einen Schritt weiter. Und vor diesem Hintergrund freue auch ich mich, Sie in einer der Diskussionsrunden oder in einem der Webinare wieder zu treffen. Auf eine fruchtbringende Woche für uns alle. Ganz herzlichen Dank. Wir werden jetzt gleich Maike Schubert hören und Sie können, wenn Sie zwei Sachen gleichzeitig machen wollen, schon währenddessen Ihre Fragen an das Podium richten, die wir danach dann aufgreifen werden. Dafür gibt es ein Tool, das heißt Mentimeter, und es gibt einen Kollegen, der dafür zuständig ist, das Mentimeter im Auge zu behalten, uns nachher die Ergebnisse zu präsentieren etc. Und den bitte ich jetzt einmal dazu zu schalten, damit wir ihn lernen, Valentin Wieker, und Mentimeter als Tool. Muss ich davor sagen, ist nicht irgendwie professioneller Mentimeter-Manager, sondern ganz aktiv engagiert sich unter anderem in der Initiative Kreidestaub und jetzt hier heute Abend. Ich bin doppelt dankbar, dass er da ist. Valentin, magst du uns einmal zeigen, wie das funktioniert mit Mentimeter und den Fragen? Ja, sehr gerne. Auch einen schönen Abend von mir. Und um zu gucken, wo unsere ganzen Fragen dann hinkommen, passiert es so, Sie sehen jetzt gerade die Seite von Mentimeter. Da können Sie über mentimeter.com sich einwählen und über den Code 10373897 kommen Sie dann genau zu unserer Fragensammlung. Und sobald Sie eine Frage hier posten, können Sie dann auch die Fragen aller anderen sehen, die mitbewerten und die spannendsten Fragen wenn wir dann nachher mit reingeben. Bevor wir das jetzt wieder ausblenden, damit Sie es auf Ihren Geräten sehen können, beispielsweise auf dem Smartphone oder im Browser in einem anderen Fenster, ganz oben, das sind die Daten, die Sie sich abschreiben müssen, nämlich www.menti.com und dann den Code. Wenn Sie es nicht gleich eingeben, schreiben Sie es gerne erstmal woanders auf, denn gleich in einer halben Minute blenden wir diese Folie wieder aus, blenden Maike Schubert ein und dann sehen wir diese Folie nachher erst wieder, wenn Ihre Fragen da zu sehen sind. Also nochmal ganz oben menti.com und dann der Code 10373897. Wenn Sie das jetzt so schnell nicht mitgekriegt haben, kein Problem, wir schreiben das auch nochmal in den Chat rein. Soweit. Wir kommen zum inhaltlichen Hauptteil, den Maike Schubert gleich bestreiten wird. Und damit wir gleich danach mit Vincent Steinl in die Diskussion gehen können, möchte ich jetzt beide schon mal vorstellen. Vincent Steinl hat in der Deutschen Schulakademie den Titel Leitung Kooperationsmanagement, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist jetzt nicht der spektakulärste Titel der Welt, aber wenn man sich vorstellt, was dahinter steht, nämlich quasi das Amt Chefvernetzer, dann wird vielleicht deutlicher, warum das für eine Schulakademie sehr wichtig ist und warum das aber auch für unser Thema natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil was wir tatsächlich ja inzwischen gelernt haben über den digitalen Wandel ist, dass das nicht einfach eine Abteilung irgendwo in der Ecke des Hauses machen kann und alle anderen haben ihre Ruhe und können weitermachen wie bisher. Insofern freue ich mich sehr, dass Vincent dabei ist. Und Maike Schubert, die in der Deutschen Schulakademie aktiv ist, sie ist da hingekommen, weil sie mit einer Schule, an der sie vorher Schulleitung war, nämlich in Neumünster, die Freie vom Steinschule, den Deutschen Schulpreis bekommen hat. Und bei dieser Schule ist ganz viel passiert, diesem Feld Digitalisierung, neue Lernkultur. Und jetzt hat sie an eine andere Schule gewechselt, da hat sie jetzt ein Jahr hinter sich, die Stadtteilschule und Reformschule in Winterhude in Hamburg. Und auch da geht es im Alltag sehr stark um dieses Thema. Bei der Deutschen Schulakademie ist sie Mitglied des Programmteams und sie ist die Themenleitung für das Gebiet Lernen in der digitalen Welt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den Input in zwei Phasen gestalten. Wir fangen mal an mit einer Frage. Die Frage ist so einfach und die Antwort, ich möchte nicht sagen schwer, aber Maike kann das auf jeden Fall besser als ich gestalten. Was ist das, diese neue Lernkultur? Ja, das ist natürlich eine herausfordernde Aufgabe, jetzt in 10 Minuten mal schnell eine neue Lernkultur zu beschreiben. Und ich entschuldige mich schon mal gleich bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die hier mitzuhören. Ich habe natürlich doch eine deutliche Praxisperspektive. Und ich habe mich eines einfachen Bildes bedient, wenn man meine Präsentation jetzt vielleicht einmal einblenden könnte.
Genau, ich habe versucht, mir ein Schiebereglerbild auszudenken und mich an den Qualitätsbereichen des Deutschen Schulpreises orientiert. Mach ruhig schon mal einen weiter. Hier sieht man das. Ich beschreibe praktisch die beiden Gegenpole, um deutlich zu machen, dass hinter diesen Lernkulturen, einmal der traditionellen, aus der die Schule geschichtlich kommt und derjenigen, wo wir hinwollen, dass das unterschiedliche Haltungen sind. Und das lässt sich natürlich an den Gegenpolen sehr schön deutlich machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich völlig klar, dass die schulische Praxis sich irgendwo in der Mitte oder irgendwo am Anfang, am Ende dieses Schiebereglers bewegt. Was so Schiebereglern natürlich nicht darstellen können, ist, dass diese Bereiche Überschneidung haben, dass sie miteinander vernetzt sind und dass die Effekte, die sich dann letztlich für eine Schule, die sich anhand dieser Bereiche entwickeln möchte, natürlich Wechselwirkungen erzeugen. Das können die Schieberegler auch nicht darstellen. Aber ich glaube, dass das jetzt für diese 10 Minuten ein ausreichend komplexes Bild ist. Und Modelle vereinfachen die Realität ja immer doch stark. Ich fange mal an mit dem Bereich Leistung. Wir kommen traditionell aus einer Schule, die Kernfächer sehr stark in den Blick nimmt, Mathe, Deutsch, Englisch, die sehr stark auf kognitive Leistungen guckt und die Leistungen rückmeldet mit Noten. Und wenn wir uns jetzt die neue Lernkultur angucken und das, was wir eigentlich möchten, dann ist es so, dass wir Leistungen einmal oder vom Leistungsbegriff her einmal etwas breiter werden sollten. Wir sollten eben die Kernfächer zwar auch natürlich schwerpunktmäßig in den Blick nehmen, aber wir sollten auch künstlerische Leistung, sportliche Leistung, musikalische oder vielleicht sogar ehrenamtliche Leistung, organisatorische Leistung, die Schülerinnen und Schüler bringen können, mit in den Blick nehmen. Und das nicht nur in einzelnen Projekten, die Schulen durchführen. Das machen ja die meisten Schulen. Aber das zu verankern in einer systematischen Leistungskultur, das ist nochmal wieder eine größere Herausforderung. Also da könnten Schulen für sich jetzt überlegen, wo stehen wir da gerade? Ein weiterer Aspekt ist, dass wir bisher eigentlich immer das Ergebnis von Leistungen bewertet haben und jetzt stärker auf den Prozess schauen wollen, dass wir sehr viel Fremdbeurteilung machen und mehr, vor allen Dingen auch im Hinblick dann auf selbstorganisiertes Lernen, das dann später noch kommt, in Selbsteinschätzungsprozesse kommen wollen, in informative Leistungsbegleitung und in alternative Formen der Leistungsrückmeldung. Das ist ja auch immer ein großes Thema, Note oder Nicht-Note. Also mindestens mal, denke ich, muss die Note ergänzt werden durch kompetenzorientierte Rückmeldeverfahren. Meine Erfahrung aus meiner schulischen Praxis ist, dass die Note, wenn sie da ist, konterkariert. Also dann zieht sie doch sehr viel Aufmerksamkeit. Also ich persönlich würde dann sogar dafür plädieren, ganz auf sie zu verzichten und kompetenzorientierte Leistungsrückmeldungen zu bevorzugen. Dann der Bereich Vielfalt. Wir kommen aus einer Schule, die an Homogenität geglaubt hat, die versucht hat, Schülerinnen und Schüler nach Geburtsdaten zu sortieren, jahrgangsgleiche Gruppen zu bilden und auch sonst leistungshomogene Gruppen zu bilden. Wir mussten lernen, dass eine solche Sortierung nicht immer zielführend ist. Wir mussten lernen, dass unsere Gesellschaft sich immer weiter divers ausprägt. Wir haben uns in den letzten Jahren viel mit dem Inklusionsbegriff befasst und möchten in der anderen Lernkultur hin zu einer Schule mit einem umfassenden Inklusionsbegriff, der nicht eine Normalität definiert und dann irgendwelche Gruppen integrieren möchte, sondern der die Diversität, die Heterogenität als gegeben anerkennt und sogar als Chance nutzen möchte. Das ist natürlich von der Haltung, wenn wir uns Maßnahmen und Organisation von Schulen angucken, ein Riesenpunkt, wo wir ja auch wissen, dass wir da noch eine riesige Baustelle zu bewältigen haben. Wenn ich den Bereich Gleichbehandlung einmal anschaue, dann ist die Handlungs- und Denklogik der traditionellen Schule gleich behandelt und gerecht ist, wenn alle das Gleiche bekommen, also alle bekommen den gleichen Arbeitsbogen, alle bekommen die gleiche Aufmerksamkeit. In der anderen Lernkultur würde man eher sagen,
eine Gerechtigkeit ist die Ungleichbehandlung des Ungleichen. Also man würde versuchen, Benachteiligungen auszugleichen und den Schülerinnen und Schülern oder den Menschen im System das zukommen zu lassen, was sie jeweils brauchen. Der Bereich Unterrichtsqualität zeichnet sich in der alten Lernkultur dadurch aus, dass wir ihn Lehrsatz, ein Begriff von Professor Dr. Michael Schratz, betrachten. Also Lehrsatz heißt, wir überlegen uns, wie lege ich meinen Unterricht an, wie gestalte ich als Lehrer meine Methoden und breche den Stoff auf, damit die Schülerinnen und Schüler lernen können. Wir wollen hin zu einer lernseitigen Betrachtung, dass wir schauen, wie lernen Schülerinnen und Schüler eigentlich, wie können wir sie unterstützen, jeweils individuell und differenziert ja, das Material darbieten. Dazu gehört auch, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den wir in Corona auch alle gesehen haben, dass Schülerinnen und Schüler lernen müssen, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, selbstorganisiertes Lernen, verständnisintensives Lernen, praxisorientiertes Lernen. All das zeichnet eine Unterrichtskultur aus, die zu dieser veränderten Lernkultur gehört. Der Bereich Verantwortung ist jetzt erstmal so, dass, wenn man ihn anspricht, jeder sagen würde, ja, na klar, jeder muss Verantwortung für sich übernehmen. Aber letztlich ist es so, dass wir aus der traditionellen Schule kommen, aus einem hierarchischen System. Das heißt, da würde eigentlich Verantwortung dann bedeuten, ich muss die Vorgaben eines irgendwie hierarchisch über mir stehenden Menschen erfüllen, ob das die Lehrer-Schüler-Beziehung ist oder ob das die Vorgesetzten-Beziehung Schulleiter-Lehrkräfte ist. Es geht also stark in Richtung Vorgabenerfüllung, und in einer neuen Lernkultur betonen wir doch mehr die Partizipation, demokratische Prozesse in der Schule, dass wir alle einen achtungsvollen Umgang miteinander haben wollen. Das würde man immer gesagt haben. Aber Verantwortung für sich und das eigene Handeln zu übernehmen, und das nicht nur im außerunterrichtlichen Bereich, sondern auch im unterrichtlichen Bereich beim Lernen. Der fünfte Punkt ist das Schulklima, Schulleben, außerschulische Partner. Das machen wir schon länger. Also wenn wir uns jetzt, wenn wir ein bisschen weiter zurückgucken in die Geschichte, dann war die Schule mal eine Organisation, die sehr in sich ruhte. Sie hatte relativ wenig Außenkontakte. Man konzentrierte sich auf den Unterricht. Da wurde gelernt und dann wurde nach Hause gegangen und gelebt. Mittlerweile möchten wir, dass Schulen sich sehr stark öffnen in die Lebenswelt, dass sie ein Teil dieser Lebenswelt sind, dass sie im Grunde die Lebenswelt auch innerschulisch abbilden, auch das im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit ein wichtiger Punkt. Und dazu gehört auch eine professionelle Beziehungsgestaltung innerhalb der Organisation, auch mit außerschulischen Partnern und der Öffentlichkeit. Und der letzte sehr wichtige Punkt, Bereich die lernende Organisation. Das ist auch, glaube ich, ein Bereich, der aufgekommen ist, als die Systemik jetzt dann so in die Schulen auch Einzug hielt. Hatte man früher eher so das Gefühl, ich sag mal despektierlich aus meiner Sicht, man war eigentlich fertig, man war gut so, wie man war, ist spätestens durch den PISA-Schock, glaube ich, die Erkenntnis gekommen, dass man sich weiterentwickeln muss und auch, dass man ergebnisorientiert arbeitet eventuell. Immer noch nicht gern gesehen von den Kolleginnen und Kollegen, aber ich denke, da müssen wir uns tatsächlich drum bemühen. Wir wollen auf eine bestimmte Art und Weise führen, das heißt also wieder das demokratische Miteinander. Wir wollen ja systemisch anlegen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voneinander lernen können. Dafür sind Teamstrukturen immer sehr wichtig. Und wir wollen das, was wir tun, regelmäßig evaluieren, also praktisch das Gefühl haben, dass wir uns permanent weiterentwickeln und nie fertig sind. Und wenn man das jetzt so sieht, jetzt habe ich das wieder einzeln natürlich alles aufgezählt, aber wenn Schulen sich danach entwickeln wollen, dann müssen sie eben wissen, dass sie A, diese neue Lernkultur systemisch
anlegen müssen in ihrem System. Das heißt, es reicht nicht, dass ein Lehrer an der einen Stelle mal ein Portfolio macht oder an der einen Stelle mal ein Beteiligungsprojekt läuft, sondern diese neue Lernkultur muss wirklich richtig im System verankert sein, sodass es keine einzelnen Lichtpunkte sind, sondern die gesamte Schule so aufgebaut ist. Das waren exakt 10 Minuten. Insofern eine Punktlandung. Und wir schalten mal Vincent Steinl dazu, der jetzt die Perspektive ergänzen kann und sagen kann, was findet man oder wie findet man diese Qualitätsbereiche in der Arbeit von der Deutschen Schulakademie wieder? Was bedeutet das? Das sind ja die Qualitätsbereiche des Deutschen Schulpreises, der ja übrigens auch in der nächsten Woche vergeben wird, der Deutsche Schulpreis sozusagen des Schuljahres 2019-2020 am Mittwoch, Mittag wird es einen Livestream geben, wo Sie natürlich auch alle ganz herzlich eingeladen sind. Und mein Gefühl jetzt gerade auch aus meiner Perspektive des Kooperationsmanagements ist, dass wenn es diese Qualitätsbereiche nicht gäbe, man müsste sie wirklich erfinden, weil ich glaube, sie beschreiben ganz anschlussfähig für ganz viele beteiligte Akteurinnen und Akteure im Schulsystem, was eigentlich gute Schule ausmacht. Und sie legen dabei ja deutlich Schwerpunkte auch sozusagen. Maike Schubert hat gerade schon gesagt, wie auch die einzelnen Qualitätsbereiche natürlich miteinander verwoben sind. Aber gerade die Betonung zum Beispiel der Bedeutung von individueller Förderung, die ja gleich in mehreren Qualitätsbereichen zum Ausdruck kommt. Oder auch die Betonung dessen, dass Schülerinnen und Schüler ihr Lernen ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. Das sind aus meiner Sicht auch ja in gewisser Weise Einladungen, das, was Maike Schubert ja auch gleich machen wird, tatsächlich mit dem Thema Digitalisierung zu verbinden. Mir geht es ein bisschen so, wie viele Fragen, die jetzt über Mentimeter schon eingegeben wurden, die alle schon anfangen, sozusagen das Thema Lernkultur mit Digitalisierung zu verbinden. Und das finde ich ganz spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Qualitätsbereiche, die Maike Schubert gerade vorgestellt hat, auch wenn, das werden Sie ja jetzt auch gemerkt haben oder werdet ihr jetzt alle auch gemerkt haben, Digitalisierung erstmal gar nicht vorkommt, aber an allen Stellen anschlussfähig ist auch für das Thema Lernen mit und über digitale Medien. Und das wäre vielleicht eine Frage, die ich sozusagen direkt an Maike Schubert als Schulleiterin sozusagen zurückstellen würde. Wenn du dir die Qualitätsbereiche anschaust, sozusagen in deiner Rolle als Schulleiterin, du bist ja jetzt auch vor kurzem neu an eine Schule gekommen, sagst du dann, du hast natürlich gesagt, alles hängt miteinander zusammen, aber sagst du dann, du greifst dir einen Qualitätsbereich raus, wo du sagst, hier müssen wir irgendwie jetzt dran arbeiten, oder versuchst du wirklich, die dann auch sozusagen gleichermaßen alle in den Blick zu nehmen? Ja, nee, gleichermaßen. Und zwar analysieren wir zunächst einmal unseren Ist-Stand, wie man das dann so macht. Das heißt also, wir gehen die Qualitätsbereiche durch und schauen, wo stehen wir, was haben wir für eine Feedback-Kultur, was haben wir für eine Leistungskultur, wo steht unsere Unterrichtsqualität. Und dann schauen wir, was ist unser nächster Schritt, also wo können wir uns in diesen Bereichen weiterentwickeln. Von null auf an habe ich das tatsächlich in Neumünster gemacht mit der Freier vom Stein Schule. Da gab es in Schleswig-Holstein keinen Qualitätsrahmen des Landes. Das heißt, wir hatten überhaupt gar nichts und haben uns dann über 10 Jahre mit diesen Qualitätsbereichen von einer ganz traditionellen konservativen Realschule hin zu einer reformpädagogisch, sage ich immer, aber auch nach dieser Lernkultur dargestellten Gemeinschaftsschule entwickelt. Das war ein Riesenschritt. Ich finde auch 10 Jahre dafür relativ schnell. Und das hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Wir haben uns Rückmeldungen jedes Jahr geholt, weil wir uns immer beworben haben für den Deutschen Schulpreis und haben dann ganz systematisch uns über alle, und das ist wirklich wichtig, sich über alle Qualitätsbereiche weiterzuentwickeln. Und das hat da wunderbar geklappt. Also kann man super nutzen. Es gibt hier eine Frage, die hat mich tatsächlich auch im Mentimeter schon beschäftigt. Jetzt hat sie Thomas Braun auch noch in den Chat kopiert. Wie beginnt man denn mit einer neuen Lernkultur? Das ist
ja das, wo du jetzt gerade auch schon angefangen hast. Und ich möchte die Frage gerne noch ergänzen. Also geht auch noch weiter, Eltern und Lehrer gleichzeitig mit ins Boot zu bekommen. Schwierig, denn die meisten sind sehr lehrplan- und leistungsorientiert. Und meine Ergänzung wäre, helfen die Qualitätsbereiche denn und helfen vielleicht auch die guten Beispiele, die der Deutsche Schulpreis in den vergangenen 14 Jahren ausgezeichnet hat? Helfen denn die guten Beispiele auch Eltern und Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot zu holen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass solche guten Beispiele als so erste konkrete Vision ein guter Startpunkt sein können. Das war bei uns tatsächlich, in Neumünster war es auch so. Wir haben uns da einen Film angeguckt von besonderen Schulen. Ich selber habe die Bewerbung der Wartburg-Schule Münster gelesen, die, glaube ich, 2008 den Hauptpreis gewonnen hat beim Deutschen Schulpreis und war wahnsinnig beeindruckt, wie systematisch da ein Lernsystem aufgebaut war und theoretisch begründet war. Also die Schule, die habe ich als so rund empfunden, während meine Schule damals noch eben sehr versprengt war. Nicht? Jeder Lehrer machte so ein bisschen, was er wollte und hatte so auch sein Lernverständnis. Man hatte sich im Grunde auf nichts geeinigt, auf keine Standards. Und insofern waren Beispiele aus Schulen, die diese neue Lernkultur schon umgesetzt haben, waren ausgesprochen hilfreich für alle Beteiligten, weil ansonsten ist es halt sehr theoretisch. Was war jetzt die nächste? Ich glaube, das war nur ein Teil der Frage. Ne? Den anderen habe ich schon wieder vergessen. Ja, nee, genau. Also das war tatsächlich, glaube ich, eine Antwort auf die Frage. Der andere Teil war, wie beginnt man denn? Das wäre vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt. Jetzt bist du sozusagen Schulleiterin einer Schule, die ja als Reformschule auch tatsächlich bekannt ist, also wo du jetzt sozusagen vor 3 Jahren neu hingekommen bist oder zwei Jahren neu hingekommen bist. Da ist natürlich auch schon viel entwickelt gewesen, nehme ich mal an. Wie geht man denn davor, um eine neue Qualitätsentwicklung in Gang zu bringen? Vielleicht ist es einfacher, vielleicht ist es aber auch schwieriger. Anders. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Also die Lernkultur war hier tatsächlich schon umgestellt, aber noch sehr analog. Und da war im Grunde die Aufgabe jetzt eine zeitgemäße neue Lernkultur, über die wir ja gleich dann auch noch intensiver sprechen, herzustellen. Und ich habe mich da einer neuen Methode bedient, die heißt Golden Circle. Da entwickelt man zuerst einmal ein Why. Also warum machen wir diese Schule? Wir haben uns da sehr stark mit den Kompetenzen im 21. Jahrhundert beschäftigt und haben uns dann einen Nordstern gegeben, so eine ganz grobe Richtung, der hat nur 3 Sätze. Und dann ein Bildungsmodell mit den neuen Kompetenzen, die wir im 21. Jahrhundert für sehr wichtig halten. Und anhand dieser Kompetenzen haben wir unser Lernsystem nochmal etwas überarbeitet und sind jetzt eben dabei, tatsächlich auch sehr stark dann digitale Medien einzusetzen in dieser neuen Lernkultur mit diesen zeitgemäßen Kompetenzen. Das ist ja eigentlich schon fast die super Überleitung zu dem nächsten Block, aber vielleicht darf ich noch eine letzte Frage stellen, weil mir das wirklich auch unter den Nägeln brennt ein Stück weit. Roman Rösch hat das in seinem Grußwort ja gesagt, dass jetzt, und es gibt tatsächlich auch 2 Fragen im Mentimeter, die in eine ähnliche Richtung gehen, dass jetzt die Schulbehörden, die Bildungsverwaltungen ja den Regelbetrieb ausgerufen haben und sozusagen nichts wichtiger ist eigentlich als Schule wieder sozusagen in, ich sage jetzt mal, geordneten Bahnen, auch wenn es natürlich sicherlich trotzdem noch ganz anders ist als vor Corona und die Notfallpläne in den Schubladen liegen und so weiter zu gestalten. Aber würdest du dich da der Befürchtung von Roman Rösch, dass darin auch eine Gefahr liegt, sozusagen, ich sage jetzt mal, für einen Rückschritt, was gerade auch die von dir gerade geschilderten Qualitätsbereiche, was die von dir geschilderte Lernkultur angeht, dass darin auch eine Gefahr liegt, sozusagen, dass manches nicht mehr möglich ist? Oder wie geht ihr damit um?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation, wie auch die gesamtgesellschaftliche Gemengelage eine schwierige Situation ist. Also ich möchte einmal, bevor ich jetzt mich zu den Maßnahmen äußere, zum Präsenzunterricht einmal vorwegschieben, dass natürlich die Politik in großen Zwängen steht. Also die hat sich ja jetzt nicht gerade überlegt, wie will ich die Schulen verbessern, sondern die stehen unter dem Druck, dass die Kinder in die Schule müssen, damit die Menschen arbeiten können, und haben da doch im Lockdown wahrscheinlich die eine oder andere traumatische Erfahrung gemacht, und nicht alle Schulen sind gut damit klargekommen. Meine Schule ist sehr gut damit klargekommen, und deswegen bedauere ich das tatsächlich sehr, dass wir in den vollen Präsenzunterricht gehen mussten. Ich glaube, dass die Hygienevorschriften tatsächlich diese Lernkultur, die ich eben beschrieben habe, nahezu unmöglich machen. Also es ist wirklich durch das Abstandhalten, kann der Lehrer nicht vernünftig agieren. Mein Lernsystem an der Winterhuder Reformschule baut ganz viel auf Wahlmöglichkeiten auf der Schülerinnen und Schüler, wo sie Schwerpunkte setzen können. Da würden sich die Gruppen dann sehr stark mischen. Das kann nicht stattfinden in dieser Form. Das heißt also, sie sind sehr stark eingeschränkt. Der Projektunterricht ist ganz stark eingeschränkt zurzeit, weil wir nicht raus können aus den Schulen. Und da fällt der ein oder andere doch in merkwürdige Formen des Unterrichts zurück. Da muss ich Roman Rösch tatsächlich bestätigen. Ich hoffe, dass das nicht mehr so lange dauert. Ich würde einmal sanft überleiten zum zweiten Teil des Inputs, nachdem wir noch weiter diskutieren können. Zwischendurch die Erinnerung an Mentimeter. Wir schreiben die Zugangsdaten nochmal in den Chat, dass sie auch ganz unten stehen, auch für die Leute, die gerade noch dazugekommen sind. Wir können nachher dann die Fragen da nach vorne bringen, die jetzt teilweise Vincent Stein auch schon angesprochen hat. Noch eine Ergänzung zur Funktionsweise von diesem Tool. Sie können da nicht nur eigene Fragen stellen, sondern, das ist ein bisschen irreführend, man muss auf eine Frage stellen klicken, und danach kann man nicht nur eine Frage stellen, sondern auch die von anderen sehen. Und man kann so einen Daumen hoch dazu setzen. Und bei den Fragen, bei denen besonders viele Daumen hoch sind, gucken wir nachher als erstes drauf. Wir machen mal weiter mit Teil 2. Wieder eine einfache Frage mit einer schwierigen Antwort. Wir kennen die neue Lernkultur. Wie kriegen wir das jetzt mit Digitalisierung zusammen? Nochmal 10 Minuten, Maike Schubert. Ja, also auch hier wieder gleich vorweg die Entschuldigung. 10 Minuten sind kurz, und ich kann jetzt nicht alle Effekte natürlich der Digitalisierung, alle Tools, all das, was es dort gibt, ansprechen. Ich möchte beginnen, wenn meine Präsentation jetzt nochmal kommt, genau mit den allgemeinen Effekten. Ich nehme die ganz gerne. Man könnte jetzt auch mit dem Leitmedienwechsel anfangen. Aber ich nehme die ganz gerne, weil ich sie wirklich am eigenen Leibe gespürt habe. Also das sind Effekte, die sofort eintreten, wenn man sein System auf Digitalität umstellt. So will ich mal sagen. Sie treten nicht sofort ein, wenn man nur mal ein iPad einsetzt im Unterricht. Wir haben es alle schon gehört. Entgrenzung von Raum und Zeit haben wir erlebt, auch zu Corona-Zeiten. Was das mit uns macht, ist viel diskutiert worden. Das hatte ich vorher tatsächlich auch schon im Unterricht an der Freiherr vom Stein-Schule erlebt. Das passiert tatsächlich immer dann auch, wenn man digitale Kommunikationsplattform hat und digitale Lernplattform, merkt man sofort, dass diese Entgrenzung zu synchronen und asynchronen Formen des Lernens führt, mit all dem, was dann auch an Begleitung dazugehört und an Kontrollverlust übrigens auch. Was man auch ganz stark merkt, ist, in dem Moment, wo man digitale Kommunikationsplattformen benutzt, beschleunigen sich die Prozesse erheblich, und zwar auch sofort. Und auch hier wieder ein Kontrollverlust. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen in der Corona-Zeit mit solchen Plattformen dann digital kommuniziert haben. Ich meine jetzt nicht, wenn man nur einen Messenger hat, sondern richtig so eine Plattform, wie sage ich jetzt nicht. Dort, wenn man dort seine Teams abbildet, so wie wir das in Winterhude gemacht haben, und die chatten können, die Dateien austauschen können und so weiter, ergeben sich Kommunikationsprozesse, die etwas anders sind, weil sie schriftlich sind, und die schneller sind, weil man nicht mehr auf Präsenzgremien warten muss, um Dinge zu entscheiden. Also man muss sofort neue Regeln finden, wie man diese Kommunikation dann einbaut. Im Zuge der Digitalisierung steigt die Komplexität an.
Gunter Dück hat das häufiger schon mal beschrieben in allgemeinen Prozessen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, kommt nicht direkt aus der Bildung. Der Computer übernimmt alle einfachen Tätigkeiten und für uns Menschen bleibt das Komplexe. Das hat ja Frau Wolf eben auch angesprochen, dass wir als Mensch nicht in Konkurrenz treten sollten, dass wir unsere ureigensten menschlichen Fähigkeiten einsetzen sollten, zusammen mit dem Computer. Und das bedeutet in vielen Fällen eben auch, dass der Computer das, was in unseren Berufen und was in Tätigkeiten so das Einfache ist, praktisch abnimmt und für uns die komplexen Prozesse übrig bleiben. Also beim Lernen, da werde ich jetzt ein bisschen polarisieren und wahrscheinlich werden wir darüber auch diskutieren gleich in der Fragerunde. In meinen Augen ist tatsächlich dieses Input geben und dieses, was wir so Wissen vermitteln nennen, in Vortragssituationen, ist tatsächlich eine recht einfache Tätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt durch Tutorials, durch Videos, durch Lernplattformen übernommen werden kann und auch teilweise übernommen wird. Was komplex ist, ist die Beziehungsgestaltung zu den Schülerinnen und Schülern, die Lernbegleitung, das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse. Und dafür hat man dann Zeit, wenn man auf dieses Vortragende weitestgehend verzichtet oder es zumindest sehr stark zurückfährt. Wir haben eine erhöhte Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten. Ob wir sie immer schon so nutzen und wie wir sie nutzen, ich glaube, da haben wir noch so ein bisschen Übungspotenzial. Ich nenne Facebook-Effekt, nenne ich das, dass wir jetzt vieles, was wir im Analogen nicht sehen, weil Unmut oder bestimmte Bedürfnisse nicht geäußert werden können und unter dem Deckel bleiben, die tauchen jetzt auf. Also auch wieder digitale Kommunikationsplattformen. Jemand ärgert sich und postet dann sofort irgendwas schriftlich hinein. Da treten Sachen zutage, die man so auch als Leitung oder vielleicht als Lehrkraft, wenn man mit seinen Schülerinnen und Schülern digital kommuniziert, so gar nicht mitbekommen hätte. Jetzt nehmen wir bitte mal die nächste Folie. Hier tauchen jetzt wieder die Qualitätsbereiche auf und es geht jetzt eigentlich darum, was macht Digitalität eigentlich oder welche Herausforderungen ergeben sich durch die Digitalität in den einzelnen Qualitätsbereichen. Im Bereich Leistung müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Also ich habe jetzt von Universitäten gehört, die versuchen jetzt online Leistungskontrollen über Bildschirmübernahme und Kontrolle desjenigen, der vor dem Computer sitzt, über die Kamera zu erfüllen. Das heißt, also hier versucht man im Grunde eine analoge Situation digital abzubilden und schon mal so als Grundregel, das wird eigentlich immer falsch. Wenn wir das versuchen, das ist der Arbeitsbogen per PDF, also wenn wir die traditionelle Lernkultur digital abbilden, wird es immer schlecht. Und insofern ist hier die große Herausforderung, digitale Leistungskontrollen oder Nachweise so zu organisieren, dass sie das Internet die Möglichkeiten der Digitalität eben mit einbaut und nutzt. Und dann wären wir sofort wieder bei sehr komplexen Aufgaben. Dann können wir uns alle Abfrageaufgaben, solche Geschichten irgendwie sparen, sondern wir müssen große, komplexe, eher projektartige Aufgaben stellen. Wir haben im Übungs- und Trainingsbereich, im Bereich Leistung, können wir schnelle Rückmeldungen bekommen, aber von der Leistungskultur her sind solche Aufgaben eher nicht häufig anzuwählen. Man kann wahrscheinlich nicht ganz darauf verzichten in einigen Bereichen, aber sie sollten auf gar keinen Fall einen Schwerpunkt haben. Und wir sollten schauen, dass wir bei den Leistungsnachweisen eben auch im Bereich Klassenarbeiten, ich habe ja eben von Universitäten oder Prüfungssituationen gesprochen, wir haben ja auch noch den Bereich Klassenarbeiten oder Leistungsnachweise auf Klassenebene, dass wir da in produktive Prozesse kommen, also Filme machen lassen, Podcasts machen lassen und so weiter und nicht nur auf Abfrageübungen und Multiple Choice bauen. Ja, im Bereich Vielfalt, das ist, glaube ich, eines der ersten Dinge, die der Digitalität nachgesagt wurden, dass sie helfen kann, zu differenzieren. Und das ist bestimmt auch richtig, wenn wir jetzt hier gucken,
Künstliche Intelligenz wurde auch schon angesprochen. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren noch entwickeln, dass wir adaptive Lernumgebungen bekommen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und da wären wir dann wieder in einem Bereich, wo wir uns fragen müssen, wollen wir das? Ist das neue Lernkultur? Oder ist das eigentlich dann die Übernahme der Lehrersteuerung durch den Computer? Auch hier würde ich dafür plädieren, dass wir solche Plattformen nur sehr dosiert einsetzen und eher darauf schauen, welche Möglichkeiten bietet Digitalität für kreative Prozesse, für gestalterische, produktive Prozesse. Das würde der veränderten Lernkultur sehr viel näher kommen. Das nächste ist natürlich, dass die Digitalität unglaublich viele Möglichkeiten, viele Lernkanäle anbietet, die wieder der Differenzierung sehr gut zugutekommen. Unterrichtsqualität. Wir werden uns sicher auch, die Universitäten werden sich sicher jetzt in der nächsten Zeit sehr stark auch damit beschäftigen, was die Digitalität mit dem Lernen an sich meint, ob man anders lernt, wenn man digitale Medien einsetzt. Da bin ich schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Für mich ist sehr wichtig, dass wir hier noch einmal schauen auf selbstorganisierte Lernprozesse. Corona hat gezeigt, dass das tatsächlich sehr wichtig ist. Und ich war tatsächlich ein bisschen erschrocken, wie sehr wir uns in Deutschland damit abgefunden haben, dass gerade auch die älteren Jugendlichen das nicht können. Ich war auch ein bisschen erschrocken darüber, wie viele Erwachsene gesagt haben, ich kann mich eigentlich nicht selber strukturieren, sondern ich brauche so einen Arbeitsalltag, um mein Leben irgendwie im Griff zu haben. Also das fand ich schon alles ziemlich erschreckend. Und ich glaube, dass wir da einen großen Blick drauf werfen müssen, weil durch die Beschleunigung der Digitalität, die wir ja auch im richtigen Leben haben, nicht nur in der Schule, wissen wir, das Wissen explodiert förmlich. Das heißt, also, wir können jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass wir in der Schule einen gefestigten Wissenskanon beibringen können, sondern lebenslanges Lernen, habe ich schon in meiner Jugend gehört, war für mich irgendwie so ein sehr entfernter Begriff. Aber heute wird da richtig messbar. Also heute sind 5 Jahre ein wahnsinnig langer Zeitraum, in dem unglaublich viel passiert. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir immer mit Fortbildung versorgt werden von unserem Arbeitgeber oder von wem auch immer, der uns dann da durchführt. Sondern ich glaube, dass wir selbstorganisiert unbedingt lernen müssen. Das bedeutet auch, dass man sich selbstorganisiert Wissen aneignen können muss. Im Bereich der Unterrichtsqualität müssen wir auch ganz stark auf die Tools gucken. Auch da haben wir Veranstaltungen in der Themenwoche, dass wir immer genau auf das digitale Tool schauen, das wir einsetzen. Welche Lernkultur liegt hinter diesem Tool? Ist das eins, das alte Aufgabenformate, einfache Abfrage, Trainingsübungen, so wie zum Beispiel Kahoot, ja ein gern genommenes Tool, einfach nur abbildet? Oder können wir hier komplexes, fächerübergreifendes, lebensnahes, verständnisintensives Lernen mit diesem Tool umsetzen? Verantwortung ist, glaube ich, ein Bereich, der sehr in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist. Verantwortung im Bereich des öffentlichen digitalen Kommunikationsraumes klappt noch nicht besonders gut, muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir noch einen ordentlichen Übungsbedarf, einen ordentlichen Diskussionsbedarf, wie wir das für uns regeln müssen. Ich halte nichts davon zu sagen, wir schalten das alles ab, sondern wir werden lernen müssen, uns dementsprechend halt in dieser veränderten Kommunikationskultur zu bewegen. Verantwortung auch im Hinblick auf Quellenkritik. Ich glaube nicht alles, ich kann das hinterfragen. Und was mir auffällt, ist, dass die digitale Kultur mit ihrer starken Individualisierung, mit der starken Selbstdarstellung hinführt zu einem Individualismus, der den Gemeinsinn etwas in Gefahr bringt oder nicht nur etwas, sondern da müssen wir auch, glaube ich, den Blick drauf richten, dass wir da gegensteuern und so ein gemeinschaftliches Empfinden und eine Verantwortung für die Gemeinschaft, ein solidarisches Empfinden weiter aufrechterhalten.
Schulklima, Schulleben, außerschulische Partner. Auch hier sind wir jetzt wieder bei der professionellen Beziehungskultur, die sich durch die Digitalität tatsächlich auch stark verändert. Wenn man sich in diese, wenn man digitale Kommunikationsmöglichkeiten mit einbringt, dann verändert sich die Beziehung zu den Menschen. Und ich würde das jetzt nicht so platt sagen, dass man sagt, okay, das Digitale, das ist immer kalt und eher beziehungshemmend und die Präsenz ist immer ganz toll und ganz nah. Wir haben zu Corona-Zeiten an meiner Schule festgestellt, dass digitale Kommunikationsplattformen, in der ersten Zeit waren wir ja nur auf diese angewiesen, wirklich ganz schön viel leisten können, mehr als ich gedacht habe, dass Nähe entstehen kann, ganz banal durch Haustiere, die durchs Bild laufen, durch Kinder, die auftauchen, dadurch, dass man hinten das Bücherregal sieht, also man einen kleinen Eindruck bekommt, wie wohnt derjenige. Das waren nennenswerte Effekte. Und als wir dann nachher in der Teilpräsenz waren, haben wir auch festgestellt, dass sich tatsächlich bestimmte Dinge auch im Beziehungsrahmen digital manchmal besser abbilden lassen als in der Präsenz einer Schulklasse. Zum Beispiel unsere Planungsgespräche, die wir individuell führen, immer mit der Klasse im Rücken. Das empfinden die Lehrkräfte als sehr störend. Da haben sie gesagt, ist mir dann tatsächlich die Videokonferenz doch lieber. Also das jetzt auszuloten, ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Aufgaben der nächsten Zeit. Und dann im Bereich lernende Organisation, ich habe gesagt, Organisationen sollen sich weiterentwickeln, Teamstrukturen sind wichtig, Kooperation ist wichtig. Und hier in der Digitalität kommt meines Erachtens hinzu, dass sie Möglichkeiten bietet, jetzt diese Gremienkultur, die wir in den meisten Schulen haben, aufzuweichen hin zu einer, ich sage mal, Learning Community. Das heißt also, jeder kann sich dort einbringen, wo er möchte. Man muss nicht mehr gewählt werden, sondern kann sich relativ schnell überall gut einbringen, wo man das dann möchte. Denn auch das Wählen ist tatsächlich immer auch gestört durch soziale Beziehungen. Und wenn man wählen lässt, können sich eben nicht alle besonders gut einbringen. Das nächste ist, ich habe es eben schon mal anklingen lassen, Fortbildung. Wir müssen lebenslang weiter lernen. Und zurzeit erlebe ich noch, dass die meisten Menschen die Haltung haben, naja, jemand muss kommen und mir das beibringen und dann kann ich das anwenden. In der Digitalität ist das Leben zu schnell. Das, glaube ich, funktioniert nicht und da werden wir mit dem Fortbildungsbedarf nicht weiterkommen. Ich glaube, jeder braucht ein persönliches Lernnetzwerk. Gut ist, wenn es einem auch bewusst ist. Also bestimmte Bereiche, ob es jetzt soziale Netzwerke sind wie Twitter, das unglaublich viele Möglichkeiten bietet, ob es mein Team in der Präsenz in der Schule ist oder ob es meine Schulleitungsgruppe ist. So hat jeder sein persönliches Lernnetzwerk und kann sich dann gezielt und auch hinreichend schnell weiterentwickeln. Ganz herzlichen Dank an Maike für diesen zweiten Teil. Wir schalten mal wieder Vincent dazu, der die Perspektive der Deutschen Schulakademie noch ergänzen kann. Und auch schon Valentin Wieker, der ja quasi ein bisschen unser Anwalt für die Fragen und Kommentare über Mentimeter ist. Und guck mal, wie wir das jetzt zusammenkriegen. Vincent, hast du was ganz Dringendes? Ja, ich will mich gar nicht lange auf jeden Fall zwischen die Fragen und Maike sozusagen stellen, weil das sind ganz viele eingelaufen, was ja auch schon zeigt, wie toll die Möglichkeiten von digitalen Medien sind. Aber vielleicht drei ganz kurze Kommentare. Entgrenzung von Raum und Zeit. Wir haben vorhin ja über den Tatort-Polizeiruf gesprochen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Tatort oder einen Polizeiruf im sozusagen regulären Fernsehen geschaut hat. Die Möglichkeit haben wir ja auch, also alle, die sozusagen den jetzt im Live-Fernsehen verpassen können, den ja auch nachschauen. Die zweite Sache war, die ich sagen wollte, dass 2006 nicht nur der Deutsche Schulpreis ins Leben gerufen wurde, sondern 2006 auch das Jahr war, wo, ich könnte es jetzt ins Bild halten, das mache ich aber nicht, aber diese kleinen schlauen Geräte erfunden wurden oder sozusagen massenhaft verbreitet wurden, die das Internet immer sozusagen, womit man das Internet immer in der Hand haben kann. Und Jugendliche muss man heute, muss man ja dann schon sagen, die jetzt im nächsten Jahr mittleren Schulabschluss
machen, sind 2006 geboren worden. Das heißt, sie kennen gar keine Welt tatsächlich irgendwie ohne das allverfügbare Internet. Und das verändert natürlich unheimlich viel. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung an Schule. Und das wäre sozusagen der dritte Kommentar, den ich noch machen wollte. Es wurde auch die Frage im Chat geschrieben, was bedeuten denn eigentlich die Regler? Ich hatte Maike vorher gefragt, also das ist tatsächlich nur das Kontinuum sozusagen, dass da deutlich werden soll, dass sozusagen die Schulpraxis natürlich immer sozusagen in einem gewissen Spannungsfeld steht zwischen den beiden Polen. Aber die Frage, die ich dann doch hätte, ist, können digitale Medien sozusagen Katalysator sein, an den Qualitätsbereichen zu arbeiten und sozusagen vielleicht auch hin zu einer neuen Lernkultur zu kommen? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich habe ja an meinen Schulen war die Lernkultur praktisch immer schon umgestellt und dann kam das Digitale. Ich erlebe oft in Schulen, die ich dann sehe, dass sie zunächst das digital versuchen abzubilden, was sie analog haben. Wenn man das tut, dann ist man wirklich in der Gefahr, das ist so ein bisschen die Verstärkertheorie, dass das Digitale dann diese traditionelle Lernkultur verstärkt. Also Beispiel, wenn ich einen stark lehrergesteuerten Unterricht habe, jetzt umstelle dann auf Plattformen, die sehr stark kontrollierend sind. Da sieht der Lehrer genau, wie lange hat der Schüler an Aufgaben gearbeitet, wie ist er weitergekommen. Da kann ich solche Kontrollmechanismen, die nicht besonders lernförderlich sind, kann ich sehr, sehr stark verstärken. Also ich habe am Anfang mal geglaubt, die Digitalität könnte ein Katalysator für die neue Lernkultur sein. Ich bin nicht mehr ganz sicher. An der Stelle nehmen wir mal Valentin Wicker und Mentimeter dazu. Valentin, magst du uns einmal zeigen und berichten, wie ja, sozusagen das Gesamtbild aussieht im Moment der Fragen und Kommentare dort? Die Technik sagt, Valentin hat uns verlassen, technisch gesehen. Dann gucken wir mal, ob wir ihn gleich wieder dazu kriegen. In der Zeit versuchen Vincent und ich mal ein bisschen die Moderation in dieser Hinsicht zu übernehmen. Wir sehen Vincents Bildschirm. Vincent, genau. Sie 200%. Ich würde jetzt einfach mal Anwalt spielen oder mit dir zusammen, Jöran, vielleicht und so zwei, drei Fragen rausgreifen. Magst du Menschen wie mich den Zoom-Faktor des Textes auf 200% stellen? Ah, so. Super. Test digitaler Kompetenz bestanden. Vielleicht nehmen wir gleich die Frage, die tatsächlich am meisten sozusagen Daumen hoch bekommen hat. Wie kann hybriden Unterricht aus digitalem Unterricht und Präsenzunterricht gelingen? Das ist ja die große Herausforderung, vor der jetzt tatsächlich ganz viele Schulen stehen. Ja, also habe ich auch natürlich noch keine fertige Antwort drauf. Ist ja ganz neu sozusagen. Wir gehen das so an, dass wir uns tatsächlich überlegen, was ist wichtig, dass wir es im Präsenzunterricht machen? Und was können wir im digitalen Unterricht tun? Und versuchen dann, eine Verknüpfung zu finden. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir da nicht so weit gekommen, wie wir gerne hätten kommen wollen, weil durch den kompletten Präsenzunterricht jetzt unter Corona-Bedingungen waren die Energien derartig gebunden bei uns an der Schule, dass wir da nicht so weit sind, wie ich es gerne hätte. Also ich habe da keine fertige Antwort drauf. Unsere Ideen sind so, dass sie zurzeit behördlich nicht erlaubt sind. Also wir möchten gerne eigentlich Blended-Formen umsetzen. Das heißt also, wir möchten tatsächlich auch die Präsenz für die Schülerinnen und Schüler stärker betonen, die Präsenz brauchen. Das ist ja der Stichwort Chancengerechtigkeit und auch Inklusion. Das heißt also, da unser Lieblingsmodell wäre, man könnte tatsächlich diese Schülerinnen und Schüler dann länger in der Schule behalten und für die anderen den digitalen Bereich praktisch etwas vergrößern.
Wir haben sehr viel Erfahrung, das ist aber relativ unspektakulär im Hybridbereich, diese beiden Gruppen zusammenzuschalten, also die zu Hause sind und die in der Schule lernen. Sie haben gegenseitig präsentiert und sich auch Feedback gegeben. Das ging relativ unspektakulär und gut. Aber interessanter finde ich solche Blended-Modelle. Da vielleicht direkt auch die Rückfrage, auch, also wenn es vielleicht, wie sagt man, ein bisschen nervt mittlerweile auch von der Corona-Krise, dann immer auch gleich als Chance reden zu müssen, Chance für Digitalisierung und so weiter und so fort. Aber hilft diese Frage, die du jetzt gerade beantwortet hast, sozusagen mit Blick auf die aktuelle Situation, hilft diese Frage, helfen die Antworten vielleicht auch sozusagen eine Ausgewogenheit oder ein neues Austarieren zwischen digitalem Unterricht und Präsenzunterricht für irgendwann eine Post-Corona-Zeit zu finden? Also merkst du, dass du da oder dass ihr im Kollegium da Erfahrung sammelt, lernt, wie ihr auch zukünftig arbeiten könntet oder arbeiten können wolltet? Ja, also unbedingt. Hört man mich eigentlich noch? Ich höre mich nämlich nicht mehr. Okay. Also unbedingt. Für uns war Corona tatsächlich der Ausgangspunkt, zu überlegen, dass Schule dahingehend nochmal ganz anders sein kann. Und wenn wir uns überlegen, Präsenzunterricht und digitaler Unterricht, was kann das eigentlich sein? In welchem Verhältnis könnten die stehen? Dann sind wir so ein bisschen auch wieder bei der Frage, die Frau Wolf aufgeworfen hat, zwischen was sollte der Computer machen, was kann der gut und was kann der Mensch eigentlich gut? Und ich finde, das ist eine super spannende Frage, auf die ich jetzt noch keine endgültige Antwort habe, aber an der wir gerne arbeiten und die ich auch richtig zukunftsweisend, völlig unabhängig von Corona finde. Wir haben inzwischen ja Valentin wieder bei uns. Wir tauschen mal den Bildschirm, dass Valentin uns seine Ansicht zeigen kann. Er kann nämlich, glaube ich, auch Fragen dann uns als geklärt markieren, die wir besprochen haben und dann ein bisschen schauen, was vielleicht auch an Fragen geclustert werden kann inhaltlich. Wir schalten also mal um. Vincents Bildschirm ist raus, Valentins Bildschirm ist da und dann gucken wir mal, Valentin, ob du uns einen Überblick geben kannst. Ja, sehr gerne. Genau, die erste Frage haben wir gerade schon etwas auch diskutiert. Wir haben sozusagen drei Fragen hier im Top-Rating. Und das ist einmal die Hybridunterrichtsfrage. Dann ist die nächste Frage, die hier direkt danach kommt, auch mit über 30 Unterstützerklicks. Wie sinnvoll ist es, bestimmte Tools vorzugeben, damit die Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler im Dschungel der Möglichkeiten nicht den Überblick verlieren? Da gab es auch viele ähnliche Fragen noch. Es scheint anscheinend ein brennendes Thema zu sein. Dann nehmen wir die jetzt rein. Maike, hast du eine Antwort? Ja, ich glaube, als Basis, also vorgeben ist immer so ein Wort, wo ich nicht so gerne mitgehe. Also anbieten wäre ein Wort, das ich lieber hätte. Als Basis gar nicht so schlecht. Also bei uns ist es jetzt so, dass wir iPads angeschafft haben. Dort ist ein Stamm von Apps, haben wir dort jetzt installiert und von dort aus ja, wird dann jetzt weitergearbeitet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man als Schule die Möglichkeit gibt, dass die Lehrkräfte sich austauschen können. Also wir haben tatsächlich da auf unserer digitalen Plattform so einen Marktplatz gemacht, einmal um Fortbildung anzubieten, zum Beispiel zu Apps oder eben auch Fortbildung anzufragen und zu sagen, Mensch, ich bräuchte mal für meinen Deutschunterricht eine App, die das und das kann, dann könnten andere Kollegen darauf antworten. Also der Trick auch hier, nicht in gleichschrittigen, mit dem Kollegium gleichschrittigen Lernprozessen zu denken, sondern im System Möglichkeiten des Austausches und der Reflexion und des Voneinanderlernens zu installieren. Wie macht das die Schulakademie im Angebot, Vincent? Kannst du das kurz noch ergänzen? Ja, da kann ich sehr gut anschließen. Also weil ich glaube, es sind genau solche Mikro-Nugget-Fortbildungen, die Kolleginnen und Kollegen die Angst nehmen können sozusagen. Also Maike hatte das ja vorhin auch schon mit der Learning Community angesprochen im Qualitätsbereich lernende Organisation. Also wenn
wenn sozusagen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, vielleicht ein bisschen affiner sind oder einfach nur eine neue App kennengelernt haben, dann einfach zeigen, wie das funktioniert. Das ist natürlich, glaube ich, dann der beste Lerneffekt. Und das ist tatsächlich was, wir sind gerade dabei, ein neues Angebot zu konzipieren zum Thema digitale Schulentwicklung, wo wir das auch in den Mittelpunkt stellen wollen. Also wie baut man denn so eine Learning Community auf? Allerdings muss ich auch sagen, jetzt für unsere eigene Arbeit ist es natürlich auch ganz hilfreich, solche Learning Communities zu haben, also innerhalb der Schulakademie sozusagen, dass es manche Kolleginnen gibt, die irgendwie das eine Tool ein bisschen besser können und da tauschen wir uns tatsächlich auch aus und lernen voneinander und haben natürlich jetzt irgendwie von heute auf morgen damals, als wir in den Corona-Shutdown gegangen sind, auch unheimlich viel in ganz kurzer Zeit gelernt, was digitale Tools angeht. Wir gucken mal auf die nächste Frage. Die nächste Frage ist auch in Fragencluster wieder repräsentativ dafür mal. Hier auch mit 29 Unterstützungsklicks. Wie beginnt man mit der neuen Lernkultur? Eltern und Lehrer gleichzeitig mit ins Boot zu bekommen, schwierig, denn die meisten sind sehr lehrplan- und leistungsorientiert. Andere Fragen gingen auch in die Richtung, was mache ich eigentlich mit allen Akteurinnen, die dort mit auf dem Spielfeld Schule sind? Wie kriege ich diesen Wandel der Lernkultur zusammen mit den Menschen, die damit beteiligt sind? Ich würde die vielleicht noch ergänzen, weil wir hatten die vorhin beim ersten Cluster schon mal ganz ähnlich mit einer weiteren Frage, die auch viele sozusagen Daumen hoch hat, nämlich was ist, wenn insbesondere, wie das ja an vielen Schulen leider immer noch der Fall ist, die Infrastruktur unzureichend ist. Also wenn einfach die Technik nicht da ist und so weiter. Gibt es da was, was man vielleicht trotzdem als ersten Schritt gehen könnte? Ja, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen, finde ich. Ich fange mal mit der ersten an. Das hängt ein bisschen davon ab, von den handelnden Personen. Man kann über eine Bestandsaufnahme, kann man jetzt daran gehen, kann sagen, was haben wir? Man könnte sich dann die Qualitätsbereiche des Deutschen Schulpreises nehmen und könnte sich Filme angucken und könnte sagen, okay, die neue Lernkultur sieht so und so aus. Das sind Beispiele dafür. Meine Erfahrung ist, dass man Menschen da relativ schnell tatsächlich für begeistern kann, im ersten Schritt. Also das wäre so, also entweder eine Bestandsaufnahme und gucken, wo wollen wir uns weiterentwickeln oder eben so eine Vision schaffen, eine kleine Vision. Bei mir hat das immer funktioniert tatsächlich. Das heißt nicht, dass das dann immer so bleibt, aber der erste Schritt, der erste Impuls war damit tatsächlich dann immer getan und dann wird das natürlich steinig. Ne? Also ich empfehle dann tatsächlich auch immer, das ist, weiß ich, ein Streitpunkt, seit Hetti gesagt hat, das Umstellen von Strukturen bringt alleine nichts, womit er recht hat. Also wenn man nur Strukturen ändert, also man würde praktisch nur jahrgangsgemischte Lerngruppen einführen und würde weiter nichts tun, dann hätte das keinen großen Effekt auf die Lernkultur. Aber wenn man sie richtig lebt, wenn man ein inklusives Verständnis dann lebt, mit anderen Formen der Leistungsbeurteilung anfängt, dann hätte das schon einen großen Effekt. Also ich plädiere auch für Strukturumstellungen. An meiner ersten Schule haben wir als erstes zum Beispiel ein Band eingezogen mit einem Lernbüro, wo wir praktisch zu einer gewissen Zeit des Tages dann versucht haben, diese andere Lernkultur zu leben. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass diese Lernkulturen, also wenn man jetzt sagt, so ein Band einzieht und da lernen wir richtig und dann im anderen Unterricht lernen wir normal, dass das nach einer Zeit anfängt zu spannen. Also da muss man gut gucken, wie man das austariert und wie man das miteinander verknüpft. Und wir sind da aber relativ schnell dann an Grenzen gekommen und haben uns dann entschieden, dieses Lernen, was wir in dem Band gepflegt haben, dann auszuweiten. Dafür gibt es ja aber auch Schulentwicklungsberater tatsächlich, die da helfen können in solchen Prozessen. Das ist aber ein Prozess, muss ich gleich dazu sagen, ich glaube, unter 10 Jahren ist er nicht zu machen. Also da muss man tatsächlich langfristig denken und in Teilschritten. Dann war noch die Frage, unzureichende Technik. Warten oder starten? Ja. Wie?
Starten, immer starten. Also improvisieren und starten. Also auch da wieder, wir hatten kein WLAN im Gebäude, wir haben eigene Fritzboxen mitgebracht, alles höchst illegal. Wir haben das einfach gemacht. Ich kenne Schulen, die arbeiten dann mit den SIM-Karten der Schülerinnen und Schüler. Ist auch überhaupt nicht optimal, aber starten ist immer besser als warten, weil auf die optimalen Bedingungen wartet, der wartet, bis er schwarz wird. Also das Anfangen, improvisieren, hinkriegen und dann geht es vorwärts. Wir machen nochmal einen Fragenblock mit Valentin. Gerne. So, die nächste Frage, glaube ich, eine sehr große, vielleicht auch gefühlte Frage. Wie kann es gelingen, aus den Corona-Erfahrungen einen echten Aufbruch zu starten und die Zukunft umzugestalten? Und ich würde die nächste auch mal mit reinnehmen, eine ganz konkrete Frage. Gibt es gute digitale und gleichzeitig kollaborative Unterrichtsformen? Okay. Danke. Marke, darf ich vorschlagen, die Reihenfolge umzudrehen, mit der konkreten anzufangen und dann haben wir so einen schönen Abschluss für heute mit der Corona-Frage. Also ich finde, kollaboratives Arbeiten geht mit digitalen Formen hervorragend. Also gerade wenn man jetzt mit digitalen Kommunikationsplattformen arbeitet, die bieten in der Regel Tools an, wo man gemeinsam Texte verfassen kann, wo man sich gemeinsam Projekte planen kann und so weiter. Ich finde, das gelingt hervorragend und auch immer dann, wenn ich in produktive und gestalterische Prozesse gehe, dann gelingt das sehr gut. Schülerinnen und Schüler kennen das eigentlich gar nicht so richtig, kollaborativ und co-konstruktiv zu arbeiten. Wenn man das mal beobachtet, dann arbeiten sie höchstens kooperativ. Das heißt, sie teilen ihre Aufgaben in Teilaufgaben und fügen diese Teile dann aneinander. Im besten Falle, das ist schon elaboriert. Ansonsten empfinden sie auch als Gruppenarbeit, wenn einer arbeitet und drei gucken zu. Das ist nicht so ganz einfach mit den Kooperationen. Die klappen in der Präsenz schon nicht besonders gut, finde ich. Und co-konstruktiv zu arbeiten, erzwingen digitale Tools teilweise tatsächlich ganz gut. Und erst dann merken sie eigentlich, was das ist. Also wenn ich jetzt einen Text co-konstruktiv über Google Docs zum Beispiel schreiben lasse oder über ein anderes Dokument, das ich teile, dann erst merken sie, was heißt das eigentlich, wenn wir richtig zusammen schreiben. Denn in der Regel in der Präsenz sieht es meistens so aus, einer schreibt und die anderen quatschen dann mal so ein bisschen rein, mehr oder weniger. Meistens endet das dann damit, dass einer schreibt und die anderen sagen, ja, finden wir gut und unterhalten sich nebenbei. Also da muss man tatsächlich gut gucken. Ja, ich würde das ganz gerne nochmal unterstützen, weil ich glaube, das ist ein kontraintuitives Missverständnis zu denken, digital ist gleich, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, Vereinzelung und die Schülerinnen und Schüler arbeiten nur noch sozusagen an ihrem Endgerät. Erstmal würde ich sagen, wenn man sich die Qualitätsbereiche anschaut, da die Maike im ersten Impuls sozusagen genauer vorgestellt hat, da geht es ja auch immer darum, wie funktioniert das Lernen in der Gemeinschaft, wie funktioniert die Beziehung untereinander und so weiter. Ich glaube, das ist eine ganz gewaltige Entwicklungsaufgabe für alle Schulen, erstmal unabhängig, ob analog oder digital. Und wenn das gelingt, analog, dann spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, dass es auch digital gelingt. Im Gegenteil, glaube, dass digitale Medien dann sogar, wie Maike gerade gesagt hat, vielleicht auch nochmal einen besonderen Boost sozusagen in die Kooperation oder in die Kollaboration bringen oder vielleicht bestimmte Formen von Kollaboration erst ermöglichen, die auf analogen Wege überhaupt nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel auch über sozusagen die Klassenzimmergrenzen hinweg, die Vernetzung im Umfeld oder vielleicht auch das Anschreiben von einem Professor oder einer Professorin, die irgendwie eine Koryphäe in ihrem Themengebiet ist oder eine Schulklasse irgendwie in einem anderen Land oder in einem anderen Bundesland. Das alles ist ja möglich, auch dank der digitalen Medien sozusagen. Und ich glaube, dass es eben überhaupt nicht, zumindest überhaupt nicht stimmen muss, dass digitale Medien sozusagen dem im Wege stehen. Im Gegenteil.
Dann jetzt wieder zum Abschluss eine leichte Frage mit schwieriger Antwort. Wie kann es gelingen, aus den Corona-Erfahrungen einen echten Aufbruch zu starten und die Zukunft umzugestalten? Ja, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich zu beantworten für die unterschiedlichen Schulen. Also meine Schule hat das geschafft, praktisch die gesamte Schule abzubilden im virtuellen Raum. Das heißt also, wir haben tatsächlich einmal eine komplette virtuelle Schule gehabt und haben erfühlen können, was das so macht mit den Menschen, die da agieren in diesem System. Das waren natürlich unglaublich spannende Erfahrungen, die eben letztlich dazu geführt haben, dass wir sagen, es gibt Menschen, die lernen zu Hause besser. Für die ist Schule nicht der bessere Ort, sondern zu Hause ist der bessere Ort. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, die lernen unbedingt in der Schule. Die sind sehr angewiesen darauf, dass sie dort den Raum haben, weil sie vielleicht ein familiäres Umfeld haben, das nicht so lernförderlich ist, oder aber das brauchen, dass jemand neben ihnen sitzt, dass sie ihn anfassen können und so weiter. Aber das ist höchst unterschiedlich. Das konnten wir erfahren, und wir konnten erfahren, dass das Digitale wirklich leistungsfähig ist. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Präsenz, die in der Regel sehr aufwendig und teuer ist, auch wenn wir uns jetzt Fortbildung überlegen, die Teilnehmer müssen hinfahren, jetzt sitzen wir hier alle zu Hause, das ist also vom Aufwand her relativ einfach alles, dass die Präsenz wirklich gut eingesetzt werden muss, so teuer wie sie ist. Das sind unsere Erfahrungen gewesen, die haben wir jetzt so weit, bringen wir sie mit, dass wir sagen, wir möchten eigentlich eine Blended-Schule machen. Wir möchten weg von diesem Zwangspräsenzmodell. Das ist so unser Schritt. Schulen, die jetzt Arbeitsbögen ausgefahren haben per Fahrrad an die Eltern, die telefoniert haben, die werden eher negative Erfahrungen gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob Corona dann so der Entwicklungsimpuls ist. Vielleicht eher im Hinblick auf, jetzt müssen wir mal zusehen. Weiß ich aber gar nicht, ob das passiert oder ob die nicht eher denken, oh, ein Glück, dass wir wieder in der Schule sind, jetzt haben wir die Probleme nicht mehr. Also insofern, für die Schulen, die das gut hingekriegt haben, glaube ich, war das ein richtiger Entwicklungsimpuls. Die werden auch nicht zurückfallen. Für die anderen müsste man sehen. Ich würde es mir einfach machen zu der Frage und mit einem doppelten Werbeblock antworten, was vielleicht auch da eine gute Überleitung ist an Jöran, nämlich einmal sagen, gute Schule nach Corona, was lernen wir aus der Krise, ist ein Programmpunkt in dieser Themenwoche am Mittwoch um 16 Uhr, unter anderem mit Maike Schubert, aber auch mit ganz vielen tollen anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern aus Wissenschaft und Praxis. Und wenn Sie zu den Schulen gehören, die, wie Maike Schubert gerade sagte, gut durch die Corona-Krise gekommen sind, da gute Erfahrungen gemacht haben, interessante Ansätze, auf denen Sie aufbauen möchten, jetzt auch in Zukunft in Ihrer Schulentwicklung, dann bewerben Sie sich doch in diesem Jahr für den Deutschen Schulpreis Spezial. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober, ist nicht mehr so lange hin, aber ein bisschen Zeit ist noch. Und es geht eben genau darum, was lernen Schulen aus der Corona-Krise. Und das Besondere ist, dass es auch dann eine sozusagen Unterstützung für die Umsetzung gibt. Die Informationen finden Sie alle auf unserer Internetseite und auch im Laufe der Themenwoche immer wieder. Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank erstmal an Maike Schubert und Vincent Steinl, Valentin Wieker, der ja die Fragen vertretend gestellt hat, die von Ihnen kamen. Und wir haben jetzt noch ganz, ganz viele Fragen offen. Und das ist gut so, weil die Themenwoche beginnt ja jetzt erst. Und wenn wir alle Fragen beantwortet hätten, würden Sie vielleicht sagen, die nächsten 6 Tage brauchen Sie nicht mehr. Wir hoffen, dass es nicht so ist und dass Sie sie noch brauchen können. Denn wir haben ein umfassendes Programm für Sie vorbereitet. Montag bis Freitag sieht das von der Struktur ungefähr jeden Tag gleich aus. Und am Samstag gibt es nochmal einen Extra-Teil. Ich fange mal hinten an. Am Samstag gibt es ein Barcamp. Wenn Sie das Format nicht kennen, gar kein Problem. Wir haben Ihnen ein kleines Erklärvideo auf unserer Website bereitgestellt. Wenn Sie die Website der Themenwoche finden, da gibt es einen Punkt, der heißt Mitmachen, und da ist das Barcamp erklärt. In kurzer Form, wir haben es einfach umgedreht und gesagt, Sie müssen da das Programm machen. Und ganz viele von Ihnen haben das auch schon genutzt und schon die ersten Workshops, die da stattfinden sollen, die werden beim Barcamp Sessions genannt, angekündigt. Und die Möglichkeit haben Sie auch, dort eben aktiv einen Teil des Programms zu gestalten, das auf Ihre Fragen, auf Ihre Interessen eingeht. Davor, Montag bis Freitag, haben wir jeden Tag 3 Webinare. Um 14 Uhr, um 16 Uhr und um 18 Uhr. Nicht wiederholen, sondern andauernd neue. Das heißt, insgesamt sind es dann 5 mal 3, 15 Stück.
mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Morgen gibt es gleich zu Beginn zum Beispiel einen Einblick zu digitale Produkte erstellen in der Grundschule als Schwerpunkt. Da geht es viel um kleine Programmieraufgaben, aber auch um Schulradio mit digitalen Möglichkeiten etc. Wir haben morgen auch das Thema, wie man selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Medien ermöglichen kann, und zwar auch in einem schwierigen sozialen Umfeld. Da werden wir aus Hamm und aus Kassel Berichte hören. Und last but not least, morgen haben wir auch einen abendlichen Vortrag, und zwar das dann auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und wohl auch Freitag. Freitag wird noch nicht verraten, was genau da passiert. Da geht es jeden Abend mit einem Experten oder einer Expertin um grundlegende Fragen dieses digitalen Wandels. Also wir versuchen in den Webinaren immer so eine gute Mischung aus Praxis und Wissenschaft, Erfahrung und offenen Fragen zu behandeln, und abends geht es dann einmal auf die gesellschaftliche Ebene und wir gucken, was macht Beispiel morgen Abend der digitale Wandel mit der Wirtschaft, mit dem Arbeitsmarkt. Und was ich besonders spannend finde an diesem Format, wir haben alle Expertinnen und Experten, die da kommen, gebeten, in erstmal eine halbe Stunde Vortrag ganz in Ruhe diesen Wandel zu beschreiben, der sich da vollzieht. Und erst danach wollen wir gemeinsam mit Ihnen auf die Frage schauen, was bedeutet das jetzt für Schule? Also erstmal grundlegend diesen Wandel analysieren und verstehen und dann zu schauen, was bedeutet das für unsere Arbeit und wie können wir diesen Wandel auch mitgestalten? Außerdem, einige von Ihnen kennen das schon, gibt es Austauschgruppen, in denen Sie sich untereinander austauschen können. Die machen wir mit dem Dienst Telegram. Telegram ist sowas wie WhatsApp, nur ein bisschen anders. Auch dazu gibt es ein Erklärvideo auf der Website unter dem Punkt Mitmachen. Und jeden Morgen haben wir noch eine Sache, die klingt überhaupt nicht besonders modern und digital, nämlich eine Radiosendung. Das heißt Radio Morgenkreis. Und in dieser Sendung wollen wir zum einen ein Experiment machen. Wir machen ein sehr altes, klassisches Medium, das Radio, zusammen mit modernen Formen. Also ganz viel mit Sprachnachrichten, die zum Beispiel Sie uns schicken können oder die uns auch unsere Referentinnen und Referenten schon geschickt haben. Zusammen mit ein paar Podcast-Elementen und natürlich mit dem digitalen Verbreitungsweg, sodass Sie schon immer am frühen Morgen, wir sind da nachts dann dabei und morgens früh, können Sie diese Sendung dann abrufen und sich anhören. Und wir werden da jeweils sozusagen eine Zusammenfassung bieten, weil wir glauben, 15 Webinare, 5 Vorträge in einer Woche etc., das können die wenigsten komplett mitmachen. Und so eine komprimierte Zusammenfassung bieten wir dann immer da an. Das heißt, jeden Morgen schauen wir auf das, was am Tag davor passiert und machen einen Ausblick, was kommt am nächsten Tag. Also in der ersten Folge von Radio Morgenkreis gibt es eine Zusammenfassung von heute und einen Ausblick auf das Programm von Montag. Außerdem haben wir immer so ein bisschen Spotlights auf das, was sonst passiert, was wird gerade in den Gruppen diskutiert, was gibt es für neue Themenvorschläge für das Barcamp und ähnliches mehr. Soweit das Programm im Schnelldurchlauf. Wenn Sie es in Ruhe anschauen wollen, gehen Sie bitte auf die Website der Deutschen Schulakademie. Schauen Sie sich da das Programm der Online-Themenwoche an. Das ist da sortiert, und zwar nach Datum und Uhrzeit. Eine Sache möchte ich nochmal Ihnen besonders ans Herz legen. Wir haben einen besonderen Programmpunkt, der sticht aus dieser Struktur raus, nämlich am Mittwoch um 11 Uhr. Da wird der Deutsche Schulpreis vergeben, und zwar unter diesen Bedingungen, unter denen wir hier auch arbeiten, online mit Video. Und Sie können es nicht nur gemeinsam anschauen, sondern auch dabei gleichzeitig chatten und sich austauschen, wenn Sie die Möglichkeit haben, am Mittwoch um 11 Uhr dabei zu sein. Das ist so eine Art Schulpreis Public Viewing Online. Also schon wieder ein neues Format, was wir gerne mit Ihnen ausprobieren wollen. Wir sind sehr gespannt. Wir haben sehr, sehr viel Energie und sehr viel Freude schon in der Vorbereitung investiert. Und jetzt kommt es darauf an, was wir gemeinsam daraus machen können. Und dementsprechend sind wir auch sehr dankbar über jedes Feedback, das wir von Ihnen kriegen. Sie kriegen ja regelmäßig Nachrichten von uns, zum Beispiel E-Mails oder wenn Sie den Telegram-Update-Kanal abonniert haben, dort auch Nachrichten. Lassen Sie uns gerne auch kurz nur zwischendurch per Blitzlicht sozusagen wissen, wie es Ihnen damit geht, wo Sie Hilfe brauchen, wo Sie Orientierung brauchen, wo Sie sich auch über Dinge gefreut haben, wo Sie sagen, das hat aber gut funktioniert. Denn das, was wir bei einer Konferenz in realen Räumen mit Dach und Kaffeetischen vielleicht mal in der Pause mitkriegen könnten, wie es Ihnen eigentlich so geht und ergeht, das würden wir gerne besonders erfragen, damit wir das wirklich von Ihnen mitkriegen, auch wenn wir uns nicht so häufig beim Kaffee sehen. Soweit für heute Abend. Das war der Einstieg in die Online-Themenwoche. Wir haben ein pralles Programm vor uns bis zum Samstag. Und wenn Sie mögen, können Sie jetzt noch mit uns ein virtuelles Bier oder auch ein alkoholfreies Kaltgetränk trinken. Wir haben den Raum vorbereitet, Sie müssen das Kaltgetränk mitbringen. Wir haben dazu auch nochmal eine Folie, die ich die Kollegen bitte nochmal zu uns zu zeigen, wo die Adresse draufsteht. Hier, das da unten, die Adresse www.deutschschulakademie.de
deutscheschulakademie.de/ausklang. Die müssen Sie gleich, wenn wir hier fertig sind, in Ihrem Browser eintippen. Und das ist dann eine Umleitung zu einem neuen Zoom-Raum, und zwar zu einem, in dem Sie auch dann mit Ton und Kamera sich dazuschalten können. Da können wir sozusagen noch ein bisschen nachdenken, gemeinsam uns austauschen etc. Es sind alle dabei, die wir eben schon gesehen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an das ganze Team, was vor der Kamera war, auch diejenigen, die hinter der Kamera oder hinter den Computern uns ermöglicht haben, das Ganze zu gestalten. Ich wünsche uns eine sehr produktive und lernvolle Themenwoche. Wir sehen uns in diesem Sinne. Bis bald.